Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es im Titel gelesen, heute geht es um die Marke Peso. Ich habe hier, falls man das sieht, ein riesengroßes Paket von denen bekommen. Leider musste ich alles selber zahlen. Wir werden einige Teile von Justins letzter Kollektion auspacken, ein bisschen reviewen, mal sagen, ob die Qualität wirklich so gut ist. Und dann sage ich euch noch so allgemein meine Erfahrung von Peso, weil wenn ihr so meine Videos anschaut, wisst ihr, dass ich auch die ein oder anderen Pieces von Peso habe. Auch zum Beispiel dieses Schmetterling-T-Shirt. Ja, da es in den letzten Tagen um diese Marke ziemlichen Wind gab und sehr viel Diskussion, dass Peso 1:1 Sachen kopiert hat oder dass das so ähnlich aussieht oder dass das inspiriert ist. Wisst ihr, ich möchte da lieber gar nicht reden. Es ist mir wirklich egal, ob es jetzt da inspiriert ist oder da es so ähnlich aussieht. Wir betrachten uns heute einfach nur das Design und den Fit und die Qualität der Sachen. Also schaut euch einfach sein Video dazu an. Ich hole mal die Riesenkiste. Ich habe eigentlich immer nur eine ganz, ganz kleine Kiste bekommen, weil ich halt immer nur ein T-Shirt bestellt habe. So, ich habe einmal von der Borderline Kollektion das T-Shirt habe ich. Das ist genau vor einem Jahr habe ich das, glaube ich, gekauft gehabt. Ich ziehe das echt sehr, sehr gerne an. Nur leider ist sogar in den ersten Tagen dieses Metallpatch abgefallen. Aber das werde ich dann irgendwann wahrscheinlich wieder dran nähen. Also ist gar kein Problem. Wir öffnen jetzt erstmal die Sachen, schauen uns das an und danach kommt die ganze Meinungs- und Erfahrungssache von Peso. Hier sieht man auch richtig nice Basic Instinct Sticker. Bei der letzten Kollektion, wo ich was gekauft habe, das war bei der hier, Chaos Theory, da gab es auch solche Sticker. Alter, ist der groß. Normo. Dann haben wir hier nochmal eine Karte. Thank you for your recent purchase and support. Also ich habe mir einmal das Basic Instinct T-Shirt bestellt, weil ich dieses Schlangenmuster und so nicht so feier. Ich habe mir einmal dieses Basic Instinct T-Shirt bestellt, dann den orangenen bzw. diesen rötlichen Hoodie. Den rötlichen Hoodie und die Flanelljacke und alles in M, weil ich davon ausgegangen bin, dass das ein bisschen oversized ist. Das T-Shirt hier habe ich auch in M und es fittet wie XL oder L, also sehr stark oversized. Okay, hier ist als erstes die Flanelljacke, die schon offen ist. Ich muss sagen, ich finde die Flanelljacke echt sehr, 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 sehr nice. Die sieht ein bisschen klein aus. Ich hätte, glaube ich, wirklich L bestellen sollen. Also, so sieht die Jacke aus. Die fittet echt mega. Also, ich bestelle immer M, wenn es oversized ist und L, wenn es nicht oversized ist. Also, dass ich auf jeden Fall ein oversized Fit habe. Und ich finde, die fittet echt sehr nice. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Würde auch gut, finde ich, zu dem Jordan hier passen. Ich habe leider kein Brad oder kein Chicago oder die anderen Colorways. Die werden sich irgendwann nochmal gezogen natürlich. Etwas Kleines zu bemängeln. Hier hängen Fäden raus. Also es sollen ja Fäden raushängen, aber hier hängen halt wirklich so Nähte raus. Sieht man das so? Ich sehe gar nichts. Ja, ist kein Problem, das kann man abschneiden. Bevor jetzt sagen, es sollen hier Sachen raushängen, ja, aber ich glaube, das sollte nicht raushängen. Okay, wir haben jetzt hier nochmal einen Basic Instinct Sticker. Das ist wahrscheinlich, weil ich den roten Pullover bestellt habe. Es ist auch in dem selben Colorway. Das T-Shirt habe ich auch Size M bestellt, weil ich nicht wusste, ob es jetzt oversized ist oder nicht. Also Justin meinte, glaube ich, die fitten so ähnlich wie die letzten Tees. Ja, ich habe die jetzt einfach mal M bestellt. Das ist auch M und fittet wie ein Zelt. Mert, da fehlt Farbe. Ich weiß nicht, ob man das richtig kennt, da fehlt Farbe. Aber es ist extra so, dass hier die Farbe etwas used aussieht. Genau. Ich ziehe mal das T-Shirt an. Ich muss sagen, das T-Shirt, deutlich dickerer Stoff als das hier. Okay, ich muss sagen, also so fittet das. Oversized. Genau den Fit, den ich auf jeden Fall haben möchte. Sehr toll und ich muss sagen, der Stoff ist wirklich viel, viel dicker, aber wirkt auch viel hochwertiger. Man kann halt sagen, dass der Stoff von dem Chaos Theory T-Shirt nicht so dick sein sollte, weil es halt ein Sommer-T-Shirt ist. Und wenn man
und wenn man im Sommer halt wirklich dicke T-Shirts anzieht, dann schwitzt man drin und das ist auch nicht so nice. Ich habe hier dieses Nike X Off-White T-Shirt und das ist wirklich sehr, sehr, sehr heavy. Also noch dicker als der hier. Und da schwitzt man wirklich. Gefällt mir sehr. Gefällt mir wirklich sehr. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich. Okay, hier haben wir den Hoodie. Ich ziehe mal den Hoodie dann auch gleich mal mit der Jacke nochmal an, dass wir schauen können, wie das ist, wenn man etwas dickeres darunter anhat. Ey Leute, der Stoff ist so dick, dass ich nicht mal weiß oder nicht mal richtig das Mikro hier dran machen kann. Okay, das ist der Basic Instinct Hoodie. Also so sieht er aus, so ist der Fit. Wie gesagt, ich trage normalerweise M, das ist eine Größe M, fitted oversized. Und ich habe einen normalen Körper, also ich bin weder ein Spargel oder ein Lauch, noch bin ich ein Big Mac. Ich weiß nicht, ob die Farben jetzt genau der Kamera entsprechen, aber so ist der. Ich weiß nicht so, das ist das erste Mal, dass ich so einen roten Hoodie anhabe. Ich glaube, zu dem Jordan würde das, nee, beißt sich, sind nicht dieselben Farben. Ja, mal schauen, vielleicht finde ich da auf jeden Fall was. Okay, so würde es aussehen, Alter. All over Peso. Und ich habe ja den Hoodie jetzt an. Das ist ja ein ziemlich dicker Hoodie. Unten drunter noch ein T-Shirt. Und trotzdem ist es nicht eng. Also der Fit ist wirklich sehr, 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 sehr nice von der Jacke. Props an Justin. Wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, falls ihr den Hoodie habt, beziehungsweise ich denke mal, die Qualität von denen ist relativ gleich von allen drei, die rausgekommen sind. Wenn ihr diesen Hoodie habt, zieht ihn euch nicht über ein T-Shirt an, weil ich habe mir den jetzt über diesen Basic Instinct T-Shirt angezogen. Das ganze T-Shirt war am Ende rot. Der fusselt wirklich ziemlich stark. Wir haben das jetzt wieder sauber gemacht. Ja, und vieles ist von diesem Fussel noch dran. Also zieht ihn euch am besten nicht über ein Hoodie oder sowas an oder wäscht ihn am besten vorher, dass die Fusseln nicht an euren T-Shirt bzw. an euch haften. Genau, das war die Basic Instinct Kollektion von Peso bzw. von Justin. Okay, dann noch so zur Erfahrung bzw. wie es alles abgelaufen ist. Also ich war halt pünktlich um 18 Uhr, glaube ich, war es freitags, immer auf der Seite. Mich schreiben immer mega viele, hey, wie bekommst du da was? Ey, das ist ja sauschwer. Also ich finde, bei Peso was zu bekommen ist das Leichteste, was es gibt. Also jetzt no weird flex oder so, aber das ist wirklich sehr leicht. Ihr müsst einfach pünktlich um 18 Uhr auf der Seite sein. Am besten euch schon mit eurem PayPal-Account einloggen, dass das alles halt fertig ist. Dann seid ihr in dieser Warteschleife und wird sofort auch bezahlt. Nur, was ich wirklich sehr, sehr, sehr zu bemängeln habe bei Peso und Justin, wenn er sich das anschaut, ich hoffe, er nimmt sich das zu Herzen, ist der Versand. Also ich weiß jetzt, wegen Corona hat sich das alles so ein bisschen verzögert und da kann er jetzt nicht viel dafür. Aber ich erwarte jetzt schon fast 2 Wochen auf die ganzen Pakete. Manche haben sie schon letzte Woche bekommen und es ist halt nicht bei der Kollektion so gewesen. Es war auch in der letzten Kollektion so und in der vorletzten auch, dass die Sachen halt alle nicht an einem Tag versendet werden, sondern über die Tage hinaus. Und ich weiß nicht, ob es dann bundeslandabhängig ist oder nicht, aber ich bin halt immer einer der Letzten, die ihr Paket bekommen und manche bekommen dann schon ihre Sachen eine Woche vorher. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich weiß, Peso ist jetzt nicht so die extrem große Marke, aber es ist halt so, glaube ich, Justin meinte, die größte anstrebende Fashion-Brand in Deutschland. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht in Zukunft der ein oder andere Versand etwas schneller getätigt wird. Aber sonst habe ich nichts zu bemängeln. Die Fits von den T-Shirts sind halt wirklich immer unterschiedlich. Ich war bei diesem T-Shirt am struggeln, ob ich mir M oder L kaufe. Ich bin froh, am Ende dann M gekauft zu haben, weil wenn ich mir L gekauft hätte, würde der Fit noch größer sein. Und ich finde den jetzt wirklich sehr ideal und sogar einen Ticken zu oversized. Aber lieber einen Ticken zu oversized, anstatt viel zu klein. Und ich finde, das passt. Ja, ey, die Qualität ist echt Müll. Die Qualität ist echt schlecht. Aber ihr müsst halt bedenken, so Preis-Leistung. Wo kriegt ihr ein T-Shirt für 50 Euro her, das so eine nice Qualität hat? Da gibt es einige natürlich. Man kann jetzt die Sachen nicht mit Sachen von Balenciaga
oder so vergleichen, wo die Produktion erstmal ein bisschen teurer ist und natürlich auch die Preise wegen der Brand teurer sind. Aber ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall sehr gut. Hat dir das Video gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Was hältst du vom Peso? Schreibt es in die Kommentare. Hat euch die Kollektion gefallen oder fandet ihr, das war ein Desaster? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Ich habe hier noch zwei andere Videos verlinkt, die könnt ihr euch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.